Was für ein Cringe-Scheiß, Digga. Top 30 reichste Leute. Ja, cool Story. Also ganz gut. Warum hat man das in seiner Biografie stehen, Digga? Das sind die Forbes 30 unter 30 für den deutschsprachigen Raum. Auf diesen Listen landen jedes Jahr 30 unter 30-Jährige, die in ihrem Leben schon Außergewöhnliches geleistet und erreicht haben. Nicht unbedingt die Reichsten. Lul. Für 2022 sind zum Beispiel Apache, Bad Moms J und Alisa Schmidt aufgelistet. Neben dem deutschsprachigen Raum gibt es diese Listen auch für Europa, Asien und einige andere Regionen. Die originalen 30 Under 30 kommen aber natürlich ursprünglich aus den USA. Aktuell sind darauf zum Beispiel Model Hailey Bieber, Sängerin Madison Beer und Basketballer Joel Embiid zu finden. Die Hall of Fame kann sich auch sehen lassen. Spotify-Gründer Daniel Ek, der Erfinder von Instagram Kevin Systrom oder Kylie Jenner, die mit ihrer Kosmetikmarke zur Milliardärin geworden ist. Hallo, ich bin Marcel Davis. Doch das sind bei weitem nicht die einzigen, die für ihre herausragenden Leistungen geehrt wurden. Ein junger Mann hat zum Beispiel eine Kryptobörse gelauncht und Millionen von Menschen damit den Einstieg in digitale Währungen ermöglicht. Eine Biotech-Unternehmerin hat mit innovativen Bluttests die Medizinwelt revolutioniert. Eine andere Gründerin hat Millionen von Studenten in den USA ein Studium ermöglicht, die es sich alleine niemals hätten leisten können. Und dieser Unternehmer hat mit Wasserstoff-LKWs die Verkehrswende ein gutes Stück nach vorne katapultiert. Diese vier jungen Genies haben sich am Ende aber leider alle als dreiste Betrüger entpuppt. False statements. It has rigged its truck reveals. That's price gouging. Pure and simple. First they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. He drastically raised the price of a life-saving drug for cancer and AIDS patients. Und tatsächlich fällt etwas auf. Verdächtig viele 30 under 30 sind kriminell oder werden es im Laufe ihrer Karriere. Forbes hat zu diesem Phänomen mittlerweile sogar selbst eine Hall of Shame veröffentlicht. Einige einst angepriesene Business-Gurus gehen vom Forbes-Cover quasi direkt in den Knast. Warum ist das so? Jonas und ich haben ebenfalls die Ambition, auf die europäische 30 Under 30 Liste zu kommen. Doch die Zeit läuft uns davon. Dem werden wir uns leider immer wieder bewusst, wenn wir auf unsere schicken Holzkernuhren am Handgelenk schauen. Die Uhren von Holzkern fühlen sich super hochwertig an und sind sehr gut verarbeitet. Neben dem Holzlook wie diese hier aus Walnussholz und Marmor gibt es auch cleanere Designs. Das verwendete Holz ist entweder FSC zertifiziert oder es wird Restholz aus der Möbelindustrie geupcycelt. Holzkern bietet neben Uhren auch Schmuck und Sonnenbrillen an. Egal ob Schlabberlook wie Sam Bankman-Fried oder Business-Rollkragen wie Elizabeth Holmes, für jede Person under 30, aber auch jeden darüber, sollte was dabei sein. Alle Produkte enthalten natürliche Materialien wie Stein und Holz und sind deshalb einzigartige Unikate. Der Fakt kommt besonders gut am Valentinstag. Holzkern bietet kostenlosen Versand an und die Produkte sind innerhalb weniger Tage bei euch. Egal ob ihr was für euch sucht oder ein Geschenk für eure Liebsten, checkt gerne das Angebot von Holzkern über den Link in der Beschreibung. Mit dem Code 2BG kriegt ihr einen exklusiven Rabatt von 15% auf eure Bestellung. 2011 gab es das erste Mal die 30 Under 30 Listen für Nordamerika. Damals waren es 12 Kategorien. In der Kategorie Music fand man zum Beispiel Adele, Mac Miller und Justin Bieber. In Media war ganz casually eine Journalistin vom russischen Propagandasender Russia Today dabei. Nice. Mittlerweile gibt es für Nordamerika über 20 Kategorien. Es werden jetzt auch junge, außergewöhnliche Migranten, Sportler und so weiter ausgezeichnet. Die meisten Kategorien drehen sich aber um Kraft, Power, Strength! Und gerade in diesen Business-Kategorien sind oft sehr wilde Charaktere dabei. Hassobjekt sein Urgroßvater. Martin Screlly, 2013 auf der 30 Under 30 in der Kategorie Finance. Damals ist er dafür berüchtigt, mit seiner Investmentfirma große Pharmaunternehmen wie Pfizer mit aggressiven Trades hops zu nehmen. Heute ist er zu Recht einer der meistgehassten Männer der USA. Sogar der wahrscheinlich zweitmeistgehasste Mann der USA hasst ihn. You wanna know the truth? He looks like a spoiled brat. Klar, er sieht aus wie ein hinterlistiger Finanzbro mit arger Roman Roy Energy. I'm not gonna let this slide. I expect you to write me a written apology from the heart. Aber ganz am Anfang will er angeblich einfach nur den Status quo der Pharmaindustrie challengen. I love drugs and how they can help people, but I also hate companies that are kind of hypocritical and full of shit, and Pfizer's a good example of a company like that, so. 2015 gründet er das Pharmaunternehmen Turing. Die Firma kauft kleinere Pharmaunternehmen auf und sichert sich mehrere Patente. Im August 2015 erwirbt er auch die Rechte am Medikament Daraprim. Das ist ein Mittel gegen Parasiten, das auch zur Behandlung von HIV-Infizierten in AIDS-Therapien eingesetzt wird.
Bis dahin hat das Medikament $13,50 gekostet. Skrelly erhöht den Preis auf $750. Über 5000% Preissteigerung. Die Welt ist außer sich. A lot of people focus on the before price and the after price, but they never think about, well, what's the value of this product? That's price gouging, pure and simple. Für viele AIDS-Patienten gibt es keine alternativen Medikamente. Sie sind auf das Mittel angewiesen. Skrelly wird als skrupelloser Pharma-Bro bekannt. Bei einer Befragung zur Preiserhöhung im Kongress grinst er einfach nur, als die Beschwerde einer AIDS-kranken schwangeren Frau vorgelesen wird. Are you listening? Yes. Von 2017 bis 2022 sitzt er in Brooklyn im Gefängnis. Er hat als Hedgefondsmanager Investorengelder zwischen seinen Fonds und Unternehmen illegal rumgeschoben. Er hat zum Beispiel $11 Millionen von seiner Biotech-Firma abgezwackt, um Investoren von einem seiner Hedgefonds auszahlen zu können. Quasi ein Ponzi-Scheme. Das Urteil hatte zwar nichts mit der Preiserhöhung zu tun, eine Bundesrichterin hat trotzdem entschieden, dass Skrelly nach seiner Freilassung nie wieder in der Pharmabranche arbeiten darf. Hooray! BAföG, sein böser Zwilling! Charlie Javis stand 2019 auf der 30 Under 30 in der Kategorie Finance. 3 Jahre zuvor hat sie Frank gegründet, eine kostenlose Plattform, die Studierenden dabei helfen sollte, Kredite und Stipendien zu bekommen. Mit Frank konnte man zum Beispiel die Free Application for Federal Student Aid, kurz FAFSA, in nur 4 Minuten ausfüllen. Die FAFSA ist vereinfacht gesagt das amerikanische BAföG und ist ähnlich bürokratisch und kompliziert. Das Startup wurde 2021 von JP Morgan übernommen. Für $175 Millionen. JP Morgan ist eine der größten IBs der Welt. IB steht für Investment Banking. Für Javis hat der Deal richtig geschmeckt. Sie hat $20 Millionen für ihre Aktien des Unternehmens bekommen und obendrauf noch einen Bonus von 21 Mio. Sie wurde außerdem mit 15 anderen Frank-Mitarbeitern bei JP Morgan angestellt. 2022 kam raus, dass Javis den Erfolg von Frank bei dem Deal ein bisschen übertrieben hat. Sie hat scheinbar Datensätze manipuliert. Es hat dann so ausgesehen, als hätten über 4 Millionen Studenten ihre Plattform genutzt. In Wirklichkeit gab es aber nur rund 300.000. JP Morgan hat Javis verständlicherweise erstmal ordentlich verklagt. Now to a high-profile fraud case. The Justice Department charging Charlie Javis with defrauding JP Morgan out of $175 million. Sie wurde wegen Verdacht des Betruges festgenommen und ist aktuell auf Kaution frei. Ihr drohen 30 Jahre Haft und Insi-Modus. Also Fazit des Videos, ich bin Millionär. Javis behauptet natürlich, sie sei unschuldig. Sie lässt sich von 3 renommierten Kanzleien verteidigen. Insgesamt wird sie von lächerlichen 77 Anwälten vertreten. Frank ist mittlerweile offline. US-Studenten müssen sich also genauso wie Deutsche wieder durch 30 Tonnen Anträge prügeln. Beste Bluttests auf Lock. Zweitkanal-OGs kennen die nächste unter 30-Jährige, Elizabeth Holmes. 2015 war sie sogar auf dem Forbes-Cover. Sie dominierte außerdem als Number One auf der America's Self-Made Women-Liste. Ich meine, sie ist eine starke Personality, ist eine Powerwoman, hier richtiger Bossfrau. Sie rennt durchs Leben und weiß, was sie will. In Steve Jobs-Manier trägt sie immer Rollkragenpulli. Sie spricht langsam und mit tiefer, bosshafter Stimme. The right to protect the health and well-being of every person, of those we love, is a basic human right. Mit ihrer Firma Theranos entwickelt sie einen innovativen Bluttest. We've made it possible to eliminate the tubes and tubes of blood that traditionally have to be drawn from an arm. Anstatt mehrerer Ampullen Blut reicht bei Holmes Bluttest nur noch eine einzige. Das mache sie schneller, günstiger und effizienter. Holmes verteidigt ihre Geräte trotz öffentlicher Zweifel. Every time you create something new, there should be questions. And to me, that's a sign that you've actually done something that is transformative. First they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. Ihre Firma wird mit gut $9 Milliarden bewertet. Sie selbst wird zu einer der jüngsten Milliardärinnen ever. Medienmogul Rupert Murdoch investiert über $100 Millionen in Theranos, der Apothekengigant Walgreens rund 40 Millionen. In Walgreens-Filialen werden sogenannte Theranos Wellness Center eröffnet. Leider haben die Theranos-Bluttests nie funktioniert. Also so überhaupt nicht.
2015 kam heraus, dass im Labor statt der innovativen neuen Theranos-Bluttests teilweise einfach herkömmliche Tests gemacht wurden. Das Blut wurde dann oft einfach verdünnt. Die gefälschten Ergebnisse waren teilweise lebensgefährlich für die Patienten. Bei Touren durch das Unternehmen wurden die Bluttests auch ab und zu vorgeführt. Einige der Geräte wurden dann vorher einfach so manipuliert, dass bestimmte Fehlermeldungen nicht angezeigt wurden. Holmes sitzt seit letztem Jahr in einem Gefängnis in Texas, voraussichtlich für 11 Jahre. First they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you... Guilty, 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 guilty! Traue keinem Finanzbro in kurzer Hose. Sam Bankman-Fried lacht sich bei 11 Jahren wahrscheinlich in seine Diamond Hands. Ihm drohen bis zu 115 Jahre Gefängnis. 2021 stand auch er auf der 30 Under 30. 2 Jahre vorher hat er die Kryptobörse FTX gegründet. Millionen von Kunden auf der ganzen Welt konnten über FTX in Bitcoin, Ethereum und andere Finanzprodukte investieren. Das Unternehmen wurde mit mehr als 30 Milliarden Dollar bewertet. Etliche Celebrities haben die Plattform beworben. And it's FTX. It's a safe and easy way to get into crypto. I don't think so. Sam wurde zum Milliardär, doch er hat ein bescheidenes Image gepflegt. My goal is to be able to donate almost everything that I make. Auf den Bahamas mietet er sich lediglich eine Dreizimmerwohnung. Er verzichtet scheinbar auf teure Autos, PJs und Luxus. Nach dem Reiter auf der Brust sucht man bei Sam vergeblich. Die Marke mit dem Reiter spricht man als BWLer Ralph Lauren aus. Im Herbst 2022 kommen erste Zweifel an der finanziellen Situation von FTX auf. Etliche Kunden wollen sich ihr Geld auszahlen lassen, doch scheinbar ist nicht genug da. Die Probleme hängen mit einem weiteren Unternehmen von Sam zusammen. Alameda Research wurde 2017 gegründet. Die Firma spekuliert unter anderem mit Kryptowährungen. Sams Freundin Caroline Ellison ist CEO der Firma. Love und Money, das ist wunderbar, ja. Wenn man zusammen Geld verdient, umso besser, ja. Also das befruchtet unseren Love Story ungemein. Ellison war natürlich auch schon mal auf der 30 Under 30 Liste. Anfang 2022 wird der Kryptomarkt instabil. Alameda Research macht ordentlich Minus. Also nimmt Sam offenbar einfach das Geld von FTX-Kunden und finanziert damit die Verluste von Alameda Research, ohne dass die Kunden davon wissen. Wir nehmen einfach Anlegergeld und schieben es woanders hin. Als das ganze Konstrukt auffliegt, versuchen immer mehr Kunden ihr Geld abzuheben. Der CEO vom Konkurrenten Binance tritt auf X, ehemals Twitter, nach. Die Insolvenz ist nicht mehr zu stoppen, der Schaden beträgt mehrere Milliarden Dollar. This is really old-fashioned embezzlement. This is just taking money from customers and using it for your own purpose. Ein Gericht hat Bankman-Fried in 7 Fällen schuldig gesprochen. Ihm drohen, wie gesagt, bis zu 115 Jahre Haft. Seine inzwischen Ex-Freundin Caroline ist bisher um eine ähnlich hohe Strafe rumgekommen, weil sie offenbar mit den Behörden kooperiert. Is this camera on? Yeah, we're live. I ain't seen nothing. Es gibt nichts schlimmer, keinen schlimmeren Gegner einer Love Story als kein Geld. Seifenkiste 2.0. Trevor Milton ist 2020 auf einer Forbes-Liste gelandet. Er stand nicht auf der 30 Under 30, dafür aber auf der 12 Under 40-Liste. Yes, die gibt's auch, etwas konfus, aber hey. Milton gründet 2015 Nikola Motors. Mit dem Unternehmen will er verschiedene LKW-Konzepte auf die Straße bringen. Antriebe mit Wasserstoff, Erdgas und Strom. Der sensationell kreative Name Nikola, Nikolaj, zeigt, dass Milton scheinbar den Tesla der LKWs bauen will. Im Dezember 2016 präsentiert er den ersten voll funktionsfähigen Prototypen. This truck is by far the most state-of-the-art truck ever built in history. I'm proud to say that. You guys will be able to later on come in and see this, these displays on here. This thing is mind-boggling. There's 4 massive displays. And this thing is really, really incredible. Der Sattelschlepper wird per Wasserstoff-Brennstoffzelle angetrieben. Er heißt Nikola One. Den Reveal hätte kein Hollywood-Regisseur besser inszenieren können. For those who bravely stand at the crossroads of innovation and enterprise. For those who are prepared to give our children a moral compass and not just a roadmap. For those who wish to leave the planet better than it was when we found it. For those who are driven. For those who dare to reinvent. For those who dare to reimagine. Was bei der fancy Präsentation des voll funktionsfähigen Prototypen noch niemand weiß, der Prototyp auf der Bühne hat weder Motoren, noch kann er gesteuert werden.
Das Infotainment-System besteht aus Bildschirmen mit gefälschten Darstellungen. You'll see it up on the screens, they're fully functioning screens. Really incredible. Die Luftfederung des Trucks ist undicht, sodass Druckluft per Schlauch zugeführt werden muss. Alle Lichter und Bildschirme im Truck werden mit externen Akkus und mit einem externen Kabel mit Strom versorgt. We will have a chain on the seats to prevent people from coming in just for the safety. I don't want someone to end up doing something and driving this truck off the stage. Sus. 2018 setzt Milton aber noch einen drauf. Er veröffentlicht mit seiner Firma ein Promo-Video. Darin kann man den Nikola One in voller Fahrt bewundern. This is a fully functioning vehicle. It's not just a pusher. 2 Jahre später gibt das Unternehmen zu, dass der Wasserstoffantrieb bei diesem Truck nicht funktioniert hat. Die für diesen Antrieb benötigte Gasturbine sowie Akkus mussten vor Drehbeginn aufgrund von Brandgefahr entfernt werden. Tatsächlich ist der Truck einfach nur einen Berg heruntergerollt. Die Aufnahmen wurden dann später einfach so gedreht, dass es aussah, als sei die Strecke waagerecht gewesen. Not bad, not bad. Milton ist mit seinem Unternehmen mehrere Partnerschaften mit Konzernen wie Volvo oder Bosch eingegangen. Noch im Juli 2020 hat er in einem Podcast behauptet, dass ein paar Elektro-Trucks in Ulm bald vom Band laufen würden. We have a truck coming into production right now with 720 kilowatt-hours and we have 5 of them come off the assembly line right now in Ulm, Germany. Ein Sprecher von Bosch dementiert das später. Es gibt noch etliche weitere haltlose Behauptungen und verrückte Entwicklungen rund um Milton und seine Firma. False statements, it has rigged its truck reveals and it's had misleading demonstrations. Wer mehr über diesen wilden Fall erfahren will, sollte sich definitiv mal den Podcast Bad Bets vom Wall Street Journal dazu geben. Ende 2020 ist Milton bei Nikola Motors zurückgetreten. Letzten Dezember wurde er wegen Betrugs zu 4 Jahren Haft verurteilt. Seine Firma versucht, ohne ihn weiterzumachen. Es gibt noch viele, viele weitere 30 under 30 Kriminelle. Natürlich werden diese Leute nicht kriminell, weil sie auf so einer Liste gelandet sind. Und die Gründe sind oft sehr verschieden. Aber viele dieser jungen Gründer scheinen sich teilweise doch zu ähneln. Einige extrem ehrgeizige und arrogante Wannabe-Gurus verlieren sich offenbar in ihrem Eifer nach Erfolg und überschreiten bewusst legale Grenzen. Hier ein bisschen lügen, da ein bisschen Zahlen beschönigen, bisschen mit dem Geld anderer Leute spielen, den nicht funktionsfähigen Truck einfach einen Berg runterrollen lassen. Der Erfolg muss kommen, koste es, was es wolle. Und es sind halt auch einfach Haifischbecken, diese Branchen. Ja, und das ist halt eine Sache, was viele Leute nicht verstehen. Die denken, das ist alles lustig, alles voll entspannt. Aber so ist es halt einfach nicht. Und viele Leute sind einfach auch nicht dafür gemacht. Und irgendwann fällt das Kartenhaus dann zusammen. Wer weiß, wer als nächstes in der Hall of Shame landet. Die wahre Liste ist sicherlich noch deutlich länger. So, liebe Gang, wer war euer Lieblingsbetrüger? Schreibt es uns in die Kommentare. Passt gut auf, wem ihr euer Geld anvertraut, wenn ihr über die Straße geht. Checkt gerne mal Holzkern aus, feiert gut und Case closed.